Hallo und herzlich willkommen bei Deine freie Glotze. Und heute haben wir ein ganz spezielles Thema, nämlich einer meiner Unworte des Jahres. Hi. Hallo, herzlich willkommen beim Baguette Paradies. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne das Baguette mit was für Soßen habt ihr? Ja, wir haben so Kräutersoße, Chili Soße und ganz besonders Sourcreme. Was war das für eine Soße? Sourcreme. Genau, Sour Cream ist es. Im Deutschen Sauerrahm. Sour Cream ist das englische Wort und wurde einfach so ins Deutsche übernommen, ohne dass jemand weiß, wie es ausgesprochen wird. Also machen die meisten Sourcreme draus. Was eigentlich total bescheuert ist, weil Sour Cream ist bereits ein Wort, was aus der deutschen Sprache ins Englische übernommen worden ist. Nur die haben es phonetisch in ihrer Schreibweise umgeschrieben. Also Sour kommt von Sauer. Genauso heißt auch im Englischen Sauerkraut Sauerkraut. Jetzt benutzen wir ein deutsches Wort, was eingeenglischt worden ist, wieder als Anglizisme im Deutschen. Falsch ausgesprochen. Denn bitte Sour Cream, weil man sagt ja auch nicht New York oder Surfbrett, sondern New York und Surfbrett. Also denkt bitte daran, das nächste Mal sagt bitte Sour Cream oder ihr sagt das deutsche Wort Sauerrahm oder Schmand. Es ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das ein... Bis zur nächsten Woche. Tschüss.